Warum er hier ist, weiß ich nicht. Ich weiß aber, er ist hier und er lebt. Clemens Alive hat uns alle überlebt und wird uns alle überleben. Der Dr. Sommer des Internets, hier Clemens Alive! Schön, dass du da bist! Wie geht's dir? Take a seat. Sehr, sehr gut. Schön, dass du zu uns gefunden hast aus dem fernen Köln. Wolltest du Osten sagen? Nein, nein. Kommst du aus Osten? Nein, du kommst aus Köln. Aus dem Westen. Geht's dir gut? Ja, mir geht's blendend. Sehr gut. Wie war das Essen bei uns? Ich muss jetzt sagen, dass es gut war, ne? Musst du nicht. Ich habe nicht gekocht. Aber es war... Okay, es war lecker. Sehr gut. Falls ihr nicht wisst, wer Clemens Alive ist, wir haben einen Vorstellbeitrag geschnitten, den ich selber noch nicht gesehen habe. Ich auch nicht. Ja. Freunde, was geht? Oh, geil. Dr. Sommer. Also da war so ein Mädchen und ich so, hey, und sie so, und ich so, und sie so, und ich so, ja, und sie so, das ist übrigens mein Freund. Und ich so, So hier, so oben, so weißer Vorhang mit Punkten. Gnadenlos. Das glaubt ihr gar nicht. Yeah! Angenommen, du hast ein Haus und baust ein Schloss ein, in das einfach jeder Schlüssel reinpasst, dann ist das... irgendwie scheiße. Hast du jedoch einen Schlüssel, der einfach in jedes Schloss dieser Welt passt, dann ist das einfach geil. Oh Gott, war der schlecht. Oh. Ist das ein Angebot oder eine Aufforderung? Ernsthaft, Freunde, es ist manchmal echt ein Nachteil, wenn man sich immer alles bildlich vorstellen muss, was man sagt. Das ist gar nicht witzig. Meine Fresse. Reicht. Also nehmt so ein bisschen als Motivationsstütze und wenn es euch jetzt mal scheiße geht, dann denkt dran, hey, I'm alive. Scheiße oder nicht scheiße? Das ist hier die Frage. I am alive. Und ist das okay? Findest du dich gut repräsentiert? Ich, es ist einer der wenigen Momente in meinem Leben, in dem ich gerade über meine eigenen Videos lachen muss. Du guckst die, du hast selber gesagt, du guckst die eigentlich nicht so gerne, nachdem du sie gemacht hast. Ja, richtig. Das hat aber einfach, ich glaube, das kennt jeder, der schon mal Videos gemacht hat. Das ist so, wenn du deine eigenen Lacher auf einmal 20 Mal angucken musst, weil du das Video schneidest, dann denkst du irgendwann beim 10., spätestens beim 20. Mal, boah, halt die Fresse, ja. Ja, das ist, wie ist das bei dir, Equitas, wenn du deine Videos schneidest? Du schneidest deine Videos, ja, oder? Aber ich mache keine Musikvideos. Also da ist dieser Punkt schon viel früher erreicht. Und er ist schon vorher beim Abmischen des Songs seine eigene Stimme nicht. Ach so, weil man seine Stimme nicht hört. Ja, das stimmt. Das stimmt. Clemens, wie hast du eigentlich angefangen? Das ist ja, glaube ich, wahrscheinlich die erste Frage. Wie fing alles an? Ja, das wüsste ich manchmal selber gern. grundsätzlich... Also deine Eltern? Also mit den Videos. Ja, schon klar. Das war eigentlich so eine spontane Aktion, ja. Ich habe damals schon so ein bisschen YouTube geguckt und dann habe ich damals so bestimmte Leute geguckt, wie zum Beispiel halt Cold Mirror war bei uns ja damals Harry Potter verarschen. Oh mein Gott, unsere ganze Schule hat es gekannt. Und dann halt, ja, so den einen oder anderen hat man halt geguckt und irgendwann habe ich halt gedacht, hey, mach doch mal selber so eine Scheiße. Keine Ahnung. Dann hat es mir Spaß gemacht und dann bin ich dabei geblieben. Und was war so. Das erste Video? Weißt du das noch? Ja, aber ich... Wird's gern vergessen. Ah, okay, so gut ist es. Es ist auch nicht mal mehr auf meinem Computer, ich hab's verbannt. Okay, und wahrscheinlich ist auch eine der Fragen, die ich auch gerade hier sehe. Ihr könnt natürlich auf facebook.com/myvideorushhour Fragen stellen an Clemens Alive. Und wir werden ein, zwei Fragen jetzt beantworten und nach der offiziellen Sendung bleibt dran, hier auf diesem Kanal, denn da ist das Question and Answering, sprich der Video-Live-Chat, 15 Minuten mit Clemens Alive, wo ihr ihm alle Fragen stellen dürft und dann muss er antworten. Wir ketten ihn fest und er muss einfach alles beantworten. Deswegen schauen wir aber schnell rein, welche Fragen du schon bekommen hast. Pascal AB. Ohne Foto, fragt doch mit Foto, mit einer Katze, fragt, wo findet man diese Fragen? Ich vermute mal, er fragt wegen deinen, du machst ja so Dr. Sommer-Videos, ja, wo du so viele Fragen. Das ist ganz interessant. Ich mache jetzt mal an dieser Stelle ein kleines Coming-out. Die meisten Fragen sind eigentlich gar nicht von Dr. Sommer, aber es gab mal
so eine Schweizer Seite, ja, die hat die, da haben auch immer Jugendliche so gefragt und dann haben da auch wirklich professionelle Leute drauf geantwortet, aber da waren halt auch immer diese ganzen dummen Fragen. Und das Problem dabei war, dass diese Seite irgendwann zugemacht hat. Ja. Wegen dir, oder? Nein, ja, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, plötzlich so viele, die fragen. Nee, auf jeden Fall war auf einmal, keine Ahnung, die Seite gab es auf einmal nicht mehr und deswegen wurde es dann auch ein bisschen schwierig. Ja, bis ich dann, ja, jetzt bin ich international gegangen. Ja. Yes. Hab ein bisschen expandiert. Das heißt, jetzt habe ich mir auch Fragen so weltweit gezogen. Das sieht man ja zum Teil an den Einblendungen, wenn die auf Englisch sind. Was ist deine absolute Lieblingsfrage oder war deine absolute Lieblingsfrage bei Dr. Sommer? Ja, das, ich glaube, meine allerbeste Lieblingsfrage. For real? Forever. War, ja, kann man, nee. Lieber Dr. Sommer, letztens saß ich mit meinem Freund auf einer Parkbank, während wir uns gegenseitig in unsere Wäsche gegriffen haben. Und da spürte ich bei meinem Freund einen flaschenartigen Gegenstand. Nun ist meine Frage, lieber Dr. Sommer, bin ich schwanger? Nee, Quatsch. Entschuldigung, das habe ich mich versprochen. Nee, ich meinte, ist mein Freund Säufer. So, jetzt habe ich den Gag versaut. Okay, aber ich habe es ja. Verstanden. Okay, ja. Sehr gut. Kara Kramer fragt, was für Musik hörst du so und wie gefällt dir die Musik von Equitas? Equitas ist scheiße. Das ist der Studiomusiker. Ach so, das wusste ich nicht. Wie findest du Equitas? Das ist unser Studiomusiker. Raus! Nee, bekommst du eigentlich Geld dafür? Wofür? Für die Sprüche? Was höre ich so für Musik? Ich muss ehrlich sagen, ich bin so mehr so der Elektro-Typ. Oh. Elektro, Hip-Hop und Dubstep auch. Aber eigentlich, ich muss ehrlich sagen, also Rock auch zum Beispiel. Oder halt auch so ganz klein ein bisschen Heavy noch. Aber das ist dann auch so das Ende. Also, ja. Aber super Idee, wenn man kreativ sein möchte, Leute, macht Klassikradio an. Also halt hört klassische Musik, das ist super. Sehr schön, das waren die ersten Fragen von eurem Facebook-Post. Später kommen wir nochmal dazu und auf jeden Fall dranbleiben. Ich muss mal kurz, no homo, muss mal kurz hinter dich greifen, denn wir haben eine Überraschung für dich. Ich habe hier die aktuelle, ich vermute mal, ist es die aktuelle Bravo. Bravo, wir alle hatten sie, wir alle liebten sie, wir alle hatten sie. Du hast sie auch gelesen. Gib doch zu, du hast es doch nur wegen diesen Nacktbildern da drin. Welchen Nackt? Die haben aber ein bisschen abgenommen. Früher, also als ich Bravo hatte, ja. War halt, ich war, oh, das muss ich mal raussuchen, ich war auch mal in der Bravo, aber nicht nackt, ganz, ganz klein. Und dann sagte mir, was ich da so irgendwie Flirt-Tipps, da hatte ich ein Foto. Ich war das erste Mal in München, lief ich hier rum und schon so kam der Bravo-Report und fragte so, was ist für dich wichtig beim ersten Date? Und ich so, ja, egal. Wie gesagt, jetzt machen wir, es ist zwar Winter, deswegen spielen wir jetzt Dr. Winter. Dr. Winter. Kriegt Dr. Winter irgendeinen winterlichen Song über Sex? Gibt es einen sexigen Wintersong, lieber Equitas? Yes. Okay, ich also jetzt gibt es hier ein paar Fragen von einer Frau, deswegen lese ich sie. Fühlen Sie sich bereit, Dr. Winter? Ich werde mein Bestes geben. Sehr gut. Dr. Winter, was ist ein Zyklus? Fragt eine Frau. Ein Mädchen. Ein Zyklus, also ich weiß nicht, ich kenne aus diesen Sagen, kenne ich Zyklopen. Ja, das war doch die mit den, war das nicht die mit den einen Augen? Ja. Also wie ist das, also bei der Frau, also da ist ein Zyklop mit dem einen Auge und dann, wie, was geht dann? Es gibt ja manchmal, sagen wir so, ich meine, keine Ahnung, Zyklopen kommen dann so, Tschernobyl und so, du weißt. Ja. Und, was? Ja, genau. Das passiert bei der Frau. Also die Zyklop mit dem einen Ei, mit dem einen Auge, ja, wandert 30 Tage lang im Kreis und dann verblutet irgendwer. Ja, richtig. In Tschernobyl. Nicht unbedingt. Okay. Nein. Wir wollen ja an dieser Stelle politisch korrekt sein. Ja, gut. Ich bin ganz schockiert, dass du keine Schimpfwörter benutzt. Ich benutze niemals Schimpfwörter. Sehr, das ist sehr, sehr schön. Eine sehr, sehr schöne Frage. Oh, ich habe das Gefühl, dass... wieder von einem Mädchen. Lieber Dr. Winter. Jetzt Musik. Machen wir es so? So, Equitas. Ich muss mich nicht schämen. Also, lieber Dr. Winter. Was sind die Anzeichen einer Schwangerschaft, Dr. Winter? Ich komme gerade vor mit 12 hier. Wie alt ist sie?
Das steht nicht drin, wie alt ich bin. Ich will es halt wissen. Was sind die jetzt hier an seiner Schwangerschaft? Das hört sich so ein bisschen an als... Wer sie im Stimmbuch? Nein, das hört sich so ein bisschen an, als hätte betroffene Person schon ein kleines Problem. Die Anzeichen für eine Schwangerschaft. Ja, Dr. Winter? Neben schlechter Laune und... Kannst du mal aufhören? Entschuldigung. Okay. Schlechte Laune? Alter. Eigentlich lache ich auch gerade nur wegen ihm. Ja. Okay. Schlechte Laune! Ecke das auf! Dr. Winter, versuch mir was zu erklären! Okay. Schlechte Laune, Gurkensandwich mit Mayonnaise und Erdnussbutter. Okay. Ja. Mhm. Und der Klassiker. Habe ich vergessen. Okay, gut. Dann, du darfst jetzt noch was wünschen, Dr. Winter. Ne? Noch eine Frauenfrage oder eine Jungsfrage? Du könntest auch mal einen Kerl. Jungfrage. Oh, die sind so schwierig. Equitas, willst du die entscheiden? Mach mal einen männlichen Dr. Winter-Song. Du darfst entscheiden. Welche, männlichen Dr. Winter-Song? Ja. Ist das? Das ist schön. Oder? Das ist auch schön. Welchen musst du? Nee, die obere? Das ist eigentlich schon besser. Darf ich die vorlesen? Okay, ja, du darfst aber erstmal einen Song. Dr. Winter. Erstmal ein Dr. Winter-Song. Okay. Ja. Ein oh mein Gott. Ich finde es ja interessant, dass du Leave Your Head Off spielst. Okay. Was ist der Lusttropfen? Was ist der Lusttropfen, Dr. Winter? Ich weiß es, ich weiß es. Alle Frauen, ich weiß es, ich weiß es. Der Lusttropfen, ja, den kennen eigentlich ja, jeder, der schon mal auf den Wiesen war. Das ist, ja, das ist so die erste Maß, oder? Nee. Jetzt hätte ich von dir eigentlich so ein... Egal, das kannst du... Ja, ach so. Ja, das geht halt auch schlecht mit Gitarre, ne? Ich finde, das war aber schon sehr gut und ja, definitiv die richtige Antwort, liebe Kinder. Danke, Dr. Winter, an dieser Stelle. Bitte gern. Und wir haben uns wahrscheinlich alle schon mal gedacht, ja, ich wäre gern Millionär. Webster, ich wäre gern Millionär, ich wäre gern Angelina Jolie oder in Angelina Jolie. Und deswegen, da wir Clemens Alive hier haben, haben wir uns gedacht, wie wäre es, wenn wir mal die Rollen tauschen würden? Und das haben wir mal gemacht. Ah, schon wieder Rush Hour. Yo, was geht, meine Freunde? Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dr. Sommer. So viele Gäste. Ganz ehrlich. So ein Channel wie Clemens Alive. Ich wäre so gerne Moderator von meinem Video Rush Hour. Das wäre toll. Ich wünsche es mir so sehr. Wow, mein Traum ist wahr geworden. Willkommen bei Rizzo Alive. Hallo, ihr kleinen Kinder, und herzlich willkommen zu My Video Rush Hour, ihr kleinen gewiss mich. Fangen wir an mit ein paar Dr. Sommer Fragen. Wir fangen heute mal an mit und beim Sex tut mein Penis weh. Oh, warum schreibst du denn sowas rein? So, dann kommen wir jetzt mal Facebook-Fragen und die erste kommt von Dominik und er fragt, wie kriege ich den Tampon aus der Vagina meiner Freundin raus? Ist das dein Ernst? Ist das wirklich? Die nächste Frage ist, woran liegt es, dass der Ausfluss mal stärker... Hey Alfons! Hey, servus! Schön, dass du da bist. Wir haben dich ja heute eingeladen, damit du heute so viel Milch trinkst, bis du im Kopf bist. Prost. Ich denke, du musst mein neues Album vorstellen. Kann ich vom Blasen Pickel am Mund bekommen? Was? Nein, du kriegst so viel Milch im Kopf nicht. Clemens, bitte sprich mit dem Gast über das neue Album. Was? Ich mich eigentlich komplett anders aufgesprochen. Ich hab keinen Bock mehr, scheiß Regie. Ich bin wieder zu Rush Hour. Ohne Endlich wieder zu Hause. Ja, der Albtraum ist zu Ende. Das wäre es gewesen, wenn wir beide mal Rollen tauschen. My Video Rush Hour. Montag, Dienstag, 18 Uhr. Live und exklusiv auf myvideo.de.